Tag 10.829 beginnt in der Nacht. Bis 3 schneide ich das Taunus-Wunderland-Video. Ich habe Spaß damit und kann nicht aufhören, immer wieder Kleinigkeiten zu verbessern. Dann fängt mein Magen an zu stechen und ich frage mich, wieso Geschwüre wohl wachsen. Video exportieren und hochladen, dann gehe ich schlafen. Ich wache um 9:30 auf und bringe Melinas Morgenroutine durcheinander. Video beschriften, veröffentlichen, dann frühstücken. Noch 74 Tage bis Amerika. Ich stelle mir vor, wie es sich anfühlt kurz vor Abflug und Vorfreude schießt ein. Wie scheiße es wäre, kein Ziel zu haben, immer weiter wie gehabt. Mein Gott, ich habe Lust auf die Reise. Ab 1 bin ich allein und entscheide es langsam angehen zu lassen. Ich liege rum, lese, höre etwas, schaue Football-Zusammenfassungen. Dann lege ich mich in die Badewanne, aber es soll ja entspannen. Melina hat den eigentlichen Abflussverschluss, der sich per Drehrad öffnen und schließen lässt, weggeworfen. Also schneide ich die Metallkette des Küchenspülenstöpsels durch und verwende den. Nach 10 Minuten realisiere ich, dass ich es hasse zu baden. Komme schlecht Luft also wieder raus. Ich muss aufhören, das immer mal wieder auszuprobieren. Führt ja doch zu nichts. Safely say that none of those dudes would ever be caught dead. And in the thickest, most Crocodile Dundee Australian accent said, "Step off the mark, you're over the limit." Ich bekomme zufällig mit, dass neue MacBooks vorgestellt wurden. Ein wahnsinniger Sprung in Rechenleistung. Komischerweise interessiert mich das überhaupt nicht. Obwohl ich eigentlich geplant hatte, mein 2 Jahre altes MacBook Pro gegen eines der neuen auszutauschen, merke ich, dass mir überhaupt nichts bringen würde. Schnelleres Exportieren, längere Akkulaufzeit, besseres Handling großer Dateien. Alles schön und gut, aber nichts Innovatives. Kein Programm, das die Power nutzt, um etwas wirklich Neues zu machen. Wir haben genug Leistung, aber was fangen wir jetzt damit an? Die Antwort kann doch nicht sein, immer alles noch ein bisschen schneller und schöner zu machen. Joanne K. Rowling hat ein neues Buch herausgebracht. Heißt Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Ich frage mich, wie es sich anfühlen muss, immer am Erfolg von Harry Potter gemessen zu werden. Kein neues Buch von Rowling wird jemals den Erfolg übertreffen. Auf der anderen Seite wird keines ihrer zukünftigen Bücher ein Flop. Eben einfach, weil sie ja die Autorin von Harry Potter ist. Und in diesem Zwischenraum bewegt man sich dann als Autorin. Ich hoffe, sie sieht das ganz entspannt. Muss ja niemandem mehr was beweisen, die Frau. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, slack off. And I encourage anybody not to work. Working can wait. I say slack off, because you're only going to be alive for 70 years if you're lucky, right? And we just contribute to this sick materialistic society, so slack off, big deal. Bye. Bis morgen, 10.830. Ciao, Kakao.